Was geht ab, meine Lieben? Hier ist euer M3D bei 7 Days to Die. Wir sind hier in unserer schönen Kleinstadt geraten. Und ja, da sollten wir noch mal ein bisschen weiter Looky Looky machen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Oh. Mir ist aufgefallen, dass das hier mit unserem Essen und mit unserem Trinken gar nicht so mal so gut aussieht. Das ist ja erschreckend, Freunde. Erschreckend, erschreckend. Da sollten wir gerade mal was trinken. Ja. Perfekt. Und das läuft gut. Hier sammeln wir schon mal einiges auf. Aha, da kriecht einer rum. Ich habe schon gerade gedacht, was ist denn das schon wieder hier für ein Geräusch? Jetzt weiß ich ja Bescheid. Alter, das ist auch eine. Der waren wir drinnen, ne? Ja, in dem Gebäude waren wir drinnen, genau. Boah, schön viel Holz nebeneinander. Also die Dingsbums generierte Map gefällt mir viel besser als die Originale irgendwie. Die Originale hat zwar ihren gewissen Charme, aber das ist alles so festgelegt und so trocken, sage ich mal. Hier ist das alles so schön saftig wie ein Steak. Hier ist eine Scheune, die kann ja auch leicht zusammenfallen, habe ich mal gehört. Hier, Vorsicht. So, was hat die dabei? Nix. Geier. Hab ich Hundefutter dabei? Ernsthaft? Ah, nee, ist Thunfisch. Okay. Hab schon gerade meckern wollen. Was ist hier? Oh, Dynamitfässer. Nehm ich mal lieber mit, man weiß ja nie. So, das nehmen wir auch mal mit. Oh, Mülltonne durchsuchen. Mülltonne durchsuchen ist immer das A und O. Und gehen wir mal hoch. Viel Heu, ja. Aber okay, hier gibt es irgendwie gar nichts. Das ist ja voll läppisch. So, nehmen wir auf jeden Fall noch die Dose mit. Und in den Karton machen wir Luki Luki. Da. Alter, bleib unten, du Sau. Yeah. Ah, die können uns nicht treffen, ne? Cool. Verreck. Na komm. Oh, komm, ja, mein Gott, wie viele wollen denn noch kommen? Halt die Schnauze jetzt. Geh weg. Nein, aus, pfui. Häng dir den Tipp nicht so in die Kamera, verdammt. Es gucken auch Jüngere zu. Ach, die lebt ja noch. Hilfe. Oh, was macht die denn? Ist total blöd oder so. Sneak Damage Bonus mal 2. Oh, seit wann gibt's denn sowas? Wusste ich gar nicht. Cool. Boah, werd ich angegriffen? Nein. Komm, mach schnell, Luki, Luki. Schnell. Ah, die liegen jetzt alle so blöd übereinander. Das ist jetzt schon ein richtiger Nachteil. Aber so geht's. Okay. Hier gibt's viele Wohnungen, sage ich mal. Das ist natürlich gut, aber irgendwie noch keins, wo man sich richtig festigen kann. Wo man sagen kann, ach, hier bleibe ich, hier gründe ich Familie, hier fühle ich mich wohl, hier sind die Nachbarn so nett und so toll. Boah, wir brauchen unbedingt eine Metallaxt, ne? Also langsam reicht's hier aber auch mal. Los! Wir haben keine Zeit. Heute noch. Und dann nochmal. Und da hinten sehe ich schon wieder eine Verbarrikadierung. Das ist ja Trauma, Freunde, weißt du? Da kriegst du ja richtig gute Laune bei der ganzen Aktion. Also, deswegen bin ich wohl kein Einbrecher geworden, weil das dauert mir irgendwie zu lange, hier in die Wohnung reinzukommen. Das geht ja gar nicht hier. Komm. Und gleich haben wir es. Gleich. Gleich. Jetzt haben wir es. Schön. Okay, vielleicht finden wir einen hinteren Gang. Also, das heißt, dass wir das gar nicht kaputt machen müssen. Das wäre doch mal ganz nett. Wieder massenhaft Bücher. Lass ich jetzt einfach mal in Ruhe. Oh, wieder ein halber Torso. Scharfschützenmunition, das ist. Er wollte mich nicht verarschen oder so. Da ist ja auch schon wieder alles verbarrikadiert. Alter, komm. Da gehe ich von hinten rein, ha? Ja, das machen wir so. Das machen wir so. Da gehen wir ganz taktisch vor. Da fühlen wir uns wie ein Berufsverbrecher, weißt du? Wobei, ganz ehrlich. Boah, kommt da jemand rein? Nee, ne? Ich versuche jetzt einfach mal das hier wegzukloppen und dann dürfte es ja genauso schnell gehen bei den hinteren Teilen. Oder ich glaube, das sind stärkere Barrikaden. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die dauern länger. Ja, momentan sehe ich noch gar nicht, dass hier irgendwie das Holz kaputt geht oder sonst irgendwas. Also, es ist noch ein bisschen fragwürdig. Na, und? Ah, okay. Es hat keine Zerstörungsanimation, aber es geht kaputt. So, haben wir hier noch was Schönes? Ja, Wasser. Wasser ist gut. Nichts, nichts, nichts. Das ist doch richtig mies hier, Alter. Haben die Leute nichts gegessen oder was? Wollten die verhungern oder wie sieht die Welt aus? Ah, trauriges Dilemma. Also vor Einbruch der Nacht müssen wir auf jeden Fall mal eine schnieke Bude finden. Und ich habe keine Ahnung, welche wir da wählen sollten. Da hinten waren zwar noch ein paar Steingebäude, zu denen gehen wir natürlich auch noch. Und wenn die ein zweites Stockwerk haben, dann denke ich mal, dass wir uns da niederlassen. Dann reißen wir einfach die Treppe ab und dann sind wir nachts schon ziemlich sicher. Wäre doch mal eine Idee. Dann mache ich erstmal eine Holzkiste, damit wir ein freies Inventar haben. Und dann machen wir da so ein Zwischenlager. Bis wir uns was eigenes bauen. Dann
ja, dann laufen wir von A nach B, das wird schon irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Alter, das dauert so extrem lange. Jetzt haben wir es doch. Was haben wir hier? Oh, nichts, ist ja traurig. Wer hat in seinem Bad Eisenrohre drin? Das ist doch schon eine Frage für sich. Aber mir fällt auf, dass hier irgendwie kein... Ach komm, wir laufen da hinten raus. Was soll die Scheiße? Mir fällt auf, dass kein einziges Gebäude irgendwie einen zweiten Stock hat. Aber hier ist ein Fenster. Das muss einen zweiten Stock haben. Hier auch. Gut. Es besteht doch Hoffnung. Hoffnung. So, dann machen wir auch nochmal mit. Nehmen wir mit. Oder hinten sind Autos, die durchspülen wir als allererstes. Weil da sind immer die geilsten Sachen drin im Endeffekt. Also habe ich zumindest die Hoffnung davon. Ich hab doch gewusst, dass wir an irgendeinem Zombie vorbeigelaufen sind. Ich hab mir gerade gedacht, habe ich das mir jetzt eingebildet oder war da wirklich jemand? Und da war jemand. Aber ansonsten ist hier so weit und breit nichts mehr, oder? Oder was meint ihr? Ich kann jetzt so in der hinteren Umgebung noch nichts entdecken. Das ist ein massives Steingebäude, oder? Das wäre ja auch... das ist doch noch größer, oder nicht? Ja, das ist noch größer. Gehen wir da rein, logisch. Wobei ein größeres Gebäude auch schwerer zu kontrollieren ist, sozusagen. Eine Gartenhure. Ah, schon so witzig. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Lassen wir einfach mal da drin liegen. Sie hat natürlich Vorteile, aber fürs Überleben ist sie jetzt nicht so wichtig. Na komm. Das ist ein richtig stabiles Gebäude hier. Kompletter Betonboden und so. Das ist schon gut. Wir können doch hier hochspringen, ne? Das können doch die Zombies, glaube ich, auch, oder? Ich glaube schon. Aber dass jetzt ernsthaft jede verdammte Tür abgeschlossen ist, das ist schon ein bisschen ekelhaft. Aber wir können es halt leider nicht ändern. Das scheint wohl seit dem Patch so zu sein. Mist. Nichts drinne. Gab es hier sonst noch irgendwo ein Auto? Auto. Bei dem waren wir, glaube ich... Boah, Alter, ich habe mich gerade erschreckt, obwohl da eigentlich nichts Schlimmes war. Penner. So, was hast du dabei? Weißt du, bei so einem trainierten Rücken hätte man denken müssen, er hat ein paar Hanteln dabei, aber sieht wohl nicht so aus. Was ein Pech wir haben. Es will ja irgendwie nicht so, wie wir wollen, hä? So, ist hier noch ein Auto? Nein, oder? Hier locke ich nur massenhaft Zombies an. Ja, wir gehen jetzt einfach wirklich mal in das Gebäude hoch und gucken uns da mal um. Weil vielleicht können wir uns da wirklich ein bisschen sichern oder hinsafen, dann ist das doch schon mal eine gute Alternative. Was ist das denn? Nein. OMG. Nein. Lauf einfach weg. Ignorieren. Einfach ignorieren. Nichts passiert. Wir haben nichts gesehen. Und dann können wir uns eine Brücke von da oben darüber bauen. Och, ja genau, Alter. Und dann bleiben wir da oben. Das ist doch mal eine asozial gute Idee. Das gefällt mir. Nur wie kriege ich jetzt die Tür kaputt? Ja. Irgendeinen Haken muss es ja immer in irgendeiner Geschichte geben. Aha. Danke, mein Freund, dass du mir so hilfreich zur Hand gegangen bist. Das war ein günstiger Mitarbeiter. Der ist jetzt leider... Ja, der hat gekündigt. Der wollte nicht mehr bei mir arbeiten. Habt ihr ja gerade selbst gesehen. So, das müsste ich dann wieder direkt verschließen mit Holz oder so. Boah, ich werde gerade paranoid. Ist da irgendwas hinter mir? Nee, okay, weiter geht's. Komm, weiter! Dass diese Spanplatten so stabil sind, hätte ich auch nicht gedacht, irgendwie. So, sehr schön. Haben wir so ein Ding nicht dabei? Dünkst? Ach, das ist wieder was anderes, Alter, hör doch auf. Schlimm. So, haben wir hier was? Nein, Mist. Dass diese ganzen Türen immer so verschlossen sind, das ist irgendwie unangenehm. Jawohl, das ist richtig gut. Hat man hier eine Treppe? Kann man hier komplett zubauen? Mit Stein oder so? Egal. Kann man hier hochgehen? Oh, noch eine Leiter. Ach komm, das ist doch... Also Freunde, wenn das kein Paradies... Wir haben sogar schon hier ein Bett, ich bitte euch. Wenn das kein Paradies ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und Klamotten. Ja, das ist doch... Dann machen wir hier sogar mal unser Kampfmesser rein. Die Klamotten ziehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal an. So. Wo sind die hier? Da. Ist doch die Hose. Ja, da ist die Hose. Okay. Oh Mann, das sieht so komisch aus, ne? Aber egal. Ja, die Bude ist richtig gut. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Und noch Munition da drin. Ja, das ist doch traumhaft. Okay, Freunde. Hier können wir auf jeden Fall bleiben. Das ist richtig geil. So.
Und noch Medizin da drin gehabt. Ja, das ist doch geil, 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 geil. Immer her damit. Da bin ich sehr zufrieden. Wenn jetzt hier noch Essen drin ist, dann küsse ich persönlich den Boden. Das könnt ihr aber glauben. Aber irgendwie hat jetzt hier das Spiel noch nicht so richtig die Spendierhosen an. Naja. So, ich habe immer noch so Zombie-Geräusche. Wo sind die denn? Wahrscheinlich von unten. Die höre ich einfach nur bis hier hoch. Okay, ja, das kann man dann zubauen oder beziehungsweise die Treppe abbauen und dann kann man mal hier oben gucken gerade. Ach, guck doch mal hier, das schlägt man dann kaputt und dann geht man darüber. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Und dann sind wir schon direkt wieder im nächsten Gebäude. Das ist doch, boah, das ist richtig gut. Ich weiß ja, vielleicht spinne ich hier gerade auch wieder ein bisschen rum, aber mir gefällt das Gebäude gerade richtig super. So, dann würde ich auch sagen, dann lagern wir hier unten, hier oben unsere Kisten. Ja, das ist dann wie unser Lagerhaus. Ach, traumhaft. Traumhaft. Irgendwann kann man ja noch ein Dach drüber ziehen, weil ich glaube kaum, dass diese Kisten aufweichen. Glaube ich nicht, dass das eingebaut wurde. Hier haben wir noch was zum Essen. Okay. Tierfett, Alter. Wofür braucht man das? Naja, wir wissen es noch nicht, aber wir werden es noch herausfinden. Irgendjemand prügelt schon wieder auf irgendwas rum. Egal. So, Crafting. Bretter, Bretter, Bretter. Wo könnte das jetzt sein, dass ich sehe, wie man Kisten macht? Aloe Vera Creme braucht kein Mensch. Das müsste doch hier sein, oder? Jetzt einfach mal so grob geschätzt. Oh, was ist das denn? Storage Weapons. Speziell. Nein, raus da. Nein. Quick. Alter. Das war ja wieder mal für die Katz. Okay, der wollte uns Essen mit nach oben bringen. Nett gemeint, aber nein, danke. Alter, was ist das denn? Man kann echt so spezielle Kisten jetzt machen, oder was? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, komm, wir craften jetzt einfach mal irgendeins. Nehmen wir mal das hier für Waffen. Das interessiert mich jetzt echt mal. Da wir ja eh nur noch einen Pfeil haben, ist es ja eh egal. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, ne? So. Könnte das echt eine Waffenkiste sein? Boah. Wie geil ist das denn? Und sogar von außen direkt so markiert. Das ist ja ein Traum. Und wie lange bräuchte man jetzt, um die abzubauen? Also ich will jetzt nur mal dran kloppen. Also, sie hält also auch noch was aus. Okay, 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 super. Ja, dann hauen wir unsere Waffen auf jeden Fall hier rein, ist ja klar. Waffenreparaturkit vor allem. Munition hauen wir hier rein. So, die Pistole hauen wir hier rein, die brauchen wir ja jetzt noch nicht. Ja, hier Schrotflintenmunition, klar. Sehr schön. Das gibt's auch mit Essen, ne? Diese Kiste haben wir ja gesehen. Moment, wo war die? Ich sehe. Aha, hier. Fürs Essen. Eine Dose habe ich ja auch immer dabei. Wie im privaten Leben schleppe ich immer leere Dosen mit mir rum. Weißt du, ich bin der Penner von nebenan. Nee, warte, ich bin der nette Penner von nebenan. So wie man es ja so kennt. So, und eine Essenskiste. Ist ja ein Traum. Das war wenigstens mal eine gute Verbesserung. So, machen wir es mal mit einem Abstand. Oder machen wir es mit zwei Abständen. Alter, wie krass ist das denn? Okay, Essen ist bei uns Mangelware, muss man leider mal dazu sagen. Da kann ich ja jetzt auch andere Sachen reinmachen? Ja, ne? Ja. Also wie ich sortiere, ist mein Problem. Es wäre zumindest möglich. Gut. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch normale Kisten finden. Müssten ja hier auch irgendwo sein, oder? Oh, das neue Mausrad ist ungewöhnlich. Aber wir kriegen es auch so hin. Das sind Dächer, 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 Dächer. Oh, was ist das? Aha, eine Munitionskiste gibt es auch noch separat. Und hier so für... Ja, Storage ist so... Ja, komm. Wie so Steine und sowas kann man da reinmachen. Und hier explosiver Kram. Alter, das ist ja mal eine richtig gute Verbesserung hier. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Kommt hier gerade noch jemand hoch? Ich höre jemanden, glaube ich. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Alter, also die Verbesserung, die gefällt mir richtig gut. Da muss man echt mal ein Kompliment anwenden. Aber so eine normale Kiste finde ich jetzt hier gar nicht mehr, oder bin ich bescheuert? Nee, nee. Nein, nein. Auch nicht. Jetzt kann ich wieder 3 Stunden lang eine Kiste suchen, weißt du? Das ist schon wieder so typisch ich.
Warte mal, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, wartet mal, ich weiß auch, wie die funktioniert. Und was ist es? Da sehe ich sie. Schlimm, schlimm mit mir. Schlimm, echt. So. Wie geht es? So geht es. Okay. Haben wir mal ein paar gemacht. Drei Stück, das reicht ja wohl im Endeffekt. Knallen wir mal hier in die Mitte. Zack und zack. Dann kann jetzt hier nämlich der restliche Gerümpel rein. Oder das restliche Gerümpel. Ah, mit E. So, das müsste ich mal auffüllen. Da war ja was. Ja, komm, das nehmen wir mal lieber mit. Falls wir irgendwo schmutziges Wasser finden, können wir das auffüllen. Stein. Ja, was sollen wir da eigentlich alles reinmachen? Pistolen, Barrel, Federn. Ja, komm, Holz machen wir mal da rein. Ich mache jetzt einfach jeden Kram da rein. Egal, komm. Zack. Die Schaufel muss da rein. Kann da rein. Die Nägel. Hauptsache, wir haben Platz im Inventar und können da noch ein bisschen weiter suchen. Bevor die richtige Nacht anbricht. Da sollte man schon ein bisschen vorbereitet sein. So, Klamotten natürlich rein. Medizin nehmen wir natürlich mit. Das lassen wir mal hier. Das braucht kein Mensch. Also gerade im Moment zum Glück. Das gammelige Buch mache ich mal da rein. So. Das mache ich da rein. Das mache ich da rein. Das werde ich heute wohl noch nicht. Also das neue werde ich wohl heute noch nicht brauchen. Das passt schon super. Oder wir machen eine Treppe nach oben einfach. Anstatt das abzubauen, dann bauen wir uns darüber. Das wäre natürlich auch mal recht simpel, ne? So gesehen, so gesehen, so gesehen, so gesehen. Wo sieht man denn diese Treppen? Treppen, 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 Treppen. Ah, aber Moment, da brauchen wir Stützpfeiler und so einen Scheiß. Also das wird schon nicht so leicht sein. Aha, hier ist noch jemand. Hallo. Aber da seht ihr das mal. Nein, nein. Ah, Wir wären nachts halt auch wirklich sicher, weil die uns nicht sehen. Das ist total geil. Sind die. Ach, guck mal hier, haben wir so eine richtige Einbauküche. Was ist denn hier los? Also, da bin ich zufrieden, das weiß ich auch nicht weiter. So, hier sind wieder ein paar Bücher. Was ist ein Forge Ahead Book? Aha, lernt ein, wie man noch so andere Wagen und so schmieden kann anscheinend. So, kommen wir jetzt hier auch wieder lebend raus. Ja, wir kommen fast lebend wieder raus. Also nachts ist es schon ziemlich gefährlich. So. Das Einzige, was uns halt wirklich noch richtig fehlt, ist ein Schlafsack, ne? Damit wir wieder spawnen könnten. Das wäre wichtig, stimmt. Weil im Endeffekt, wenn wir jetzt verrecken, dann könnten wir überall wieder spawnen und das ist scheiße. Das wäre nicht so ultimativ, ne? Also, wir sollten uns auf jeden Fall für diese Nacht noch irgendwo einen Schlafsack besorgen. Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Blöde Kuh. Ach ja, mein Gott. Das sind alles meine Verehrerinnen hier, sieht man ja, ne? Ja, der steht auch auf mich. Ohne Krankenschwester. Die müssen wir wegklatschen. Komm her, komm her. Oh, weißt du. Ich klick mich hier dumm und dämlich, damit die anderen hinterher gerannt kommen. Oh Mann. Vielleicht hätte ich das andere Werkzeug doch mal mitnehmen sollen. So, erstmal ab zur Krankenschwester. Naja, Bluttransfusion kann man da auch immer mal gebrauchen. Das nehmen wir auch mal mit, obwohl ich noch gar keine Ahnung habe, wofür das eigentlich nötig ist. Aber ist ja egal. So, bin dann wieder mal hier. Okay, meine Freunde, damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.